Freitag, der 13., hat in Amstetten einen ganz besonderen Platz gefunden. An diesem Tag finden Veranstaltungen statt, die in lockerer und entspannter Atmosphäre Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenführen. Im Juli hat sich The Turn in den Kalender eingeschrieben und im Schloss Ulmerfeld aufgespielt. Der Freitag, der 13., fällt ja immer in ein anderes Monat, ganz zufällig. Und wenn er im Sommer stattfindet, dann bietet sich das Schloss natürlich als ideale Veranstaltungskulisse perfekt an. Also Lieblingsveranstaltungen habe ich überhaupt keine, weil es ist jede für sich jedes Mal ein Erlebnis und ein riesengroßes Ereignis. Und wie man sieht, sind ja auch heute schon recht viele Zuschauer da. Und es ist immer wieder ein gutes Annehmen von der Bevölkerung. Und ich kann auch nicht sagen, das ist besser, sondern es ist einfach quer durch den Gemüsegarten einfach nur schön. Ich finde, dass das eine ganz tolle Plattform ist und wirklich eine ganz schöne Veranstaltung. Und es wäre schade, wenn wir die in Amstetten jetzt wieder vermissen würden. Von daher ist es selbstverständlich, dass wir die weiter fortführen. Denn bei F13-Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten zu spenden. Diese gespendeten Karten werden von der Kulturabteilung Amstetten an soziale Vereine und Einrichtungen weitergegeben. Das Spezielle an dieser Veranstaltung ist, dass Menschen miteinander feiern und dass Menschen, die weniger besitzen, mit Menschen, die mehr besitzen, gemeinsam eine Veranstaltung besuchen und nicht getrennte Welten herrschen. Das ist für mich das Allerschönste daran. F13 bedeutet aber auch gute Unterhaltung, die die Band The Turn bestens rübergebracht hat. The Turn, das sind die vier Musiker Karl Dobner am Bass, Wolfgang Schoder an den Drums, Joe Stech am Piano und Sigi Scheibel-Eder, der die Leadgitarre führt. Das Ergebnis? Rockklänge von den Beatles über Santana bis hin zu den Rolling Stones. Es gibt ein ziemlich umfangreiches Programm und bin mir ziemlich sicher, dass die Leute bis spät in die Nacht gut unterhalten werden. Also ich glaube, dass sehr gut ankommen, weil die Türen haben ja dementsprechend den Namen in Amstetten und Umgebung und auch außerhalb. Und ich finde es einfach nur eine coole Musik. Ich bin ja aufgewachsen damit. Ich habe ja auch das Alter dazu und schwelge einfach nur in Erinnerungen und ja, volle Freude auf den Abend. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich denke, es wird sehr rockig werden. Rock ist eine Musikrichtung, die viele Leute anspricht und ich hoffe auch, dass es einige zum Tanzen bewegt, dass es eine gute Stimmung gibt. Das Wetter hat Gott sei Dank durchgehalten und ich bin überzeugt, es wird heute ein sehr schöner Abend. Die Mostviertler Kultband der 60er und 70er Jahre hat im vollbesetzten Ulmerfelder Schlosshof ein fulminantes Konzert abgeliefert. Mit Musik, die die Mauern des altehrwürdigen Schlosses zum Vibrieren brachte.